Valentin Caron, ein Mann aus Martigny. Ein junger Schweizer Künstler, schon sehr berühmt in der Branche, ne, weil er ganz früh schon Ausstellungen auch in der Kunsthalle Zürich hatte, notabene. Auch jemand, der sich mit unserer Alltagswelt auseinandersetzt, Chalets aus Plastik baut, der so wirklich lustige Sachen herstellt. Und ich habe ihn eben wegen dieser Auseinandersetzung mit Architektur nach Zürich eingeladen und ihn in Zürich-West herumgeführt. Er hat sich das sehr genau angeguckt und hat dann, als er auf dem Haarturm war, wo jetzt ja wirklich quasi eine Brachlandschaft ist, fast eine mondlandschaftartige Szenerie mit ruinenhaften Überbleibseln des Haarturms, dann hat er gesagt, hier fehlt was, hier fehlt ein Brunnen. Und hat sich gleich hingesetzt und hat einen Brunnen designt. Jetzt, das klingt irgendwie ein bisschen banal und ist es auf den ersten Blick auch, aber es ist nur deswegen banal, weil fließend Wasser für uns etwas so Normales ist, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das exotisch sein könnte. Dieser Brunnen von Caron an diesem Ort, wo es eben jetzt kein fließend Wasser oder bis jetzt kein fließend Wasser mehr gab, erinnert natürlich auch an eine Zeit im späten 19. Jahrhundert, als es vielleicht pro Straße einen einzigen Brunnen gab, wo man so eine Pumpe, wo man so eben frisches Wasser rausholen könnte. Heute haben wir selbstverständlich irgendwie mehrere Wasseranschlüsse in jeder Wohnung, aber dieses, es ist auch ein bisschen ein Denkmal des Trinkwassers von Valentin Caron im 21. Jahrhundert, soll auch ein bisschen an diese Zeit erinnern, als es eben noch nicht so war.